meine Stadt, meine Show, mein Stylist, meine Gabi, mein Kopf, meine Gäste, mein Love. Hallo! So, Kathi Karrenbauer ist heute hier zu Gast bei Mein Loft, die Weibershow. Und sie ist schon richtig schick geschminkt worden und jetzt geht's natürlich ans Eingemachte, jetzt kleiden wir sie ein. Wollen wir mal gucken. Hallo! Hallo! So! Hi! Ja! Ja! Das ist dran, dieser Körper! Dieser fraulische, sexy, wunderhübsche Körper. Genau! Ich zieh mal den Bauch an. Ach, du musst ja ganz einfach, bist du wahnsinnig. Schwaps. Spanks genau, anziehen. Genau, zieh doch mal den Bauch rein. Zieh mal Bauch rein. Kathi, es gibt Spanks, da musst du nichts einziehen. Gut. Ja. Ja, dann die wir ja beide nicht brauchen. Nein, ja, du also, ja sowieso gar nicht. Ich habe das immer dabei. Ich habe immer was zum... Ja, aber alle haben das dabei. Jedes Hollywood-Star haben immer Spanks dabei. Ja, aber neuerdings lüften die Röckchen immer so komisch und dann sieht man die Dinger ja, auch. Ja, da hast und du immer diese alte Oberhose da unten drunter. Das ist auch ein bisschen schrecklich, finde ich. Ja, aber trotzdem, es formt und gibt eine schöne Figur. Das da stimmt. Muss man nicht immer dran denken, oh, vielleicht hier ist so eine kleine Delle, wo es raushängt. Doch, ich muss da trotzdem immer dran denken, weil bei mir rutschen die Dinger immer hoch. Ja, hoch? Und dann hat man, ja. Na, dann sind sie groß. Dann sind die zu groß? Da sind die so groß. Du musst die eigentlich nicht mehr atmen können in die Dinger. Ich kann nicht mehr atmen in den Dingern. Also noch mehr. Charlotte hat es auch mal gehabt. Ja, ja, ja. Niemals. Nein. Ja. Ja, wir müssen aus diesem Jeans-Look raus. Weißt du, Jeans und T-Shirt ist halt so der typische... Ja. So das Wohlfühl-Look. Ja? Jeans genau. Und T-Shirt ist easy, alle tragen es immer. Aber wir wollen das heute mal im Anzug sehen. Ich habe die noch nie in Anzug gesehen. Gut. Du hast einen Anzug angehabt? Wann? Ja, ich habe schon Anzüge. Ich habe zum Beispiel im Smoking geheiratet. Ja? Bin schon wieder bei meiner Ehe. Du bist schon wieder bei. Wollte mal überdenken hier. Ja. Also, wir können ja einmal so was Grünes mit einem Seitenlosen, mit kleinen. Dann guckst du mal so, das ist so ein bisschen. Ich sag mal so, ich. Pass auf, du wirst es gleich sehen. Wenn ich das anziehe, ja? Das Grün geht vielleicht noch. Ja, das Grün also ist das, super. Ich lass mich ja drauf ein, hab ich ja, ja gesagt. Das sieht auch dazu cool aus. Ihr dürft machen, ja, ja. Ne? Also, vielleicht ginge sowas, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trage das dazu. Ja? Nein? Nein, würdest du das anziehen? Ja. Ja. Mit Käfern drauf? Ja. Ich bin extra aus dem Dschungel raus, weil ich nichts mit Käfern zu tun haben wollte. Wollen ja nicht über den Dschungel reden, aber. Käfer geht gar nicht. Käfer geht nicht, nein. Ich lass mir die jetzt auf den Arm tätowieren. So was? Lauter Käfer. Ja, überall hier so lauter Käfer. Nein, bitte nicht. Doch. Nein, nein, nein. Doch, du musst ja da keinen anderen. Nein, aber das sieht bei mir einfach okay, nicht. Okay, Käfer raus. Aber dann gehen wir dann in den Smoking rüber. Wir gehen in den Smoking. Das Käfer eben. Super geil Designer. Ich vertraue dir. Jetzt musst du die nackig machen. Ich mache mich nackig. Also warte mal, bevor sie sich nackig hier macht, ja? Und wir rausgehen, leider Gottes. Was kommt, also das hier, wird ja. Smoking-mäßig. Smoking-mäßig, ja. Genau, okay, so ein mit Schleifchen hier, genau. Mit Hose, mit allem drum und dran. Alle drum und dran. Bist du da aufgeregt? Ist das für dich okay? Oder sagst du, ach, das trage ich doch sowieso ganz oft. Das trage ich nie. Aber ich mag Mats ja und kenne ihn ja schon viele Jahre. Und ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Okay. Und er soll mal was aus mir machen. Dann mach was so. Ich habe ja deinen Kleiderschrank gesehen. Ja. Da hängt kein Smoking drin. Das stimmt. Dann lass uns zaubern. Abendkleider ohne Ende. Lange Abendkleider ohne Ende, habe ich gesehen? Ja. Jetzt wird umgezogen. Ja. Jetzt sind wir um? Ja. Jungs. Und ihr müsst raus. Tada! Tada! Poweranzug. Nicht schlecht. Power Smoking sozusagen. Ich finde es jetzt einfach. Das ist einfach so, das ist die Strahle aus dieser Souveränität raus und das muss man auch wieder in Klamotten umspielen. Und sie sieht ja trotzdem weiblich aus. Ja, weiblich und sexy. Man sieht halt in so einem Anzug alles Sachen. Auf jeden Fall. Also heißt das? Ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja gefragt, welche Größe habe ich? Und ich habe gesagt, eine 42. Jetzt passt. Nein, habe ich nicht. Nein. Also, habe ich nicht, aber es kommt ja auch immer auf den Schnitt drauf an. Und in diesem Fall hätte ich jetzt eine größere Hose genommen. Ja, 44. Ich hätte hier eine 44 ja. Hätte ich nehmen müssen, damit die ein bisschen lässiger auf der Hüfte sitzt. Okay. Weil das würde mir, glaube ich, mehr Wohlfühlgefühl jetzt geben. Geben. Ansonsten finde ich das, also ich habe immer das Gefühl, ein Anzug ist nicht feminin, aber du sagst es ich anders. Ich finde, so eine gut geschnittene Anzug sind zwei Frauen. Es ist sexy, feminin und es ist einfach diese Souveränität und Powerfrau. Du hast auch einen guten Busen, du hast hier eine schöne das Taille. Das ist das Ganze, alles, super. Und die Beine, ey, to die ja gut, for. Die sind bis zum Himmel. Ja, wirklich. Wahnsinn. Wie schaut's aus, kommt ihr essen? Ja! Yes. Nein, also na, ich bin also, okay, nur was Kalorienarmes. Super, also ich finde es Daumen hoch. Vielen Dank, Mats. Ja, bitte. Danke. Chris, vielen Dank, dass ihr Kathi renoviert habt. Na, sozusagen. Bitte, bitte. Ja, schön, dass du Einladung. Schön, dass du da warst. Ich freue mich ganz doll, aber wir essen jetzt erstmal. Wir essen jetzt. Ja. Wunderbar. Ja. Dann raus mit euch, Kinder. Okay. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Mein Loft, die Weibershow. Juhu!